Ja, meine lieben Fußballfreunde, ich darf euch zum siebten Mal begrüßen hier in der 09 Chronik, zur siebten Auflage des Talks auf der 09 Bühne hier an der Höllerstraße in Wattenscheid. Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Aufgebot an Gästen, das wir im Abendverlauf präsentieren. Später stoßen zu uns unsere Bundesliga-Legende, unser Jahrhundertspieler Süleyman Sané. Später stößt auch zu uns aus dem aktuellen Oberligakader Alexander Tamm. Und beginnen möchten wir den heutigen Abend mit zwei Fußballern, die jahrelang für die SG Wattenscheid 09 gespielt haben, die auch generationsübergreifend der SG Wattenscheid 09 verbunden sind. Zunächst ein Riesenapplaus für den deutschen Meister 1982, der jahrelang auch für die SG Wattenscheid 09 das Tor hütete, Jupp Koitka. Ja, und Jupp Koitka hat auch seinen Sohn mitgebracht. Er ist sozusagen als Standby-Spieler für die SG Wattenscheid 09 aktiv. Allerdings aufgrund seiner Routine und Erfahrung ein ganz, ganz wichtiges Element in unserer Oberligamannschaft. Zuletzt am vergangenen Sonntag noch mit dem 2:1 Siegtor für die SG Wattenscheid 09 erfolgreich. Herzlich willkommen auf der 09 Bühne, Kai Koitka. Ja, Kai, du bist nicht der einzige berühmte Sohn eines großen Fußballers im Wattenscheider Kader. Da denke ich an den Leon Enzmann, ich denke da an Nico Buckmeier und wen hatten wir noch? Ja, komm. Nein, Niklas Andersen, genau. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wurde dir das von der Natur in die Wiege gelegt, wenn man so einen großen Torwart als Vater hat? Oder wie bist du zum Fußball gekommen in deiner Jugend? Ja, also meine Oma sagt immer, seine Mutter sagt immer, ich bin mit einer Fußballschule auf die Welt gekommen. Bin damals in Hamburg zur Welt gekommen, als er beim HSV gespielt hat, und dann war es von klein auf. Also ich war bei, sobald ich laufen konnte, war ich eigentlich bei jedem möglichen Training, wo ich dabei sein konnte, war ich auch dabei. Und dann war das eigentlich für den weiteren Lauf, für Lebenslauf eigentlich schon fast, ja, vorgeschrieben. Mehr oder weniger. Auch vom Vater ein Stück weit forciert, mit Sicherheit, ne? Ja, er hat das immer unterstützt, klar, ja. So ist es nicht. Ne? Aber ich sollte halt immer auch meinen eigenen Weg gehen. Und schulische Laufbahn war auch immer wichtig nebenbei. War jetzt nicht so, dass wir alles auf Karte Fußball gelegt haben. Kann man ja auch nicht ahnen, ne? In den Kinderjahren. Aber es wurde halt von den Eltern auf immer unterstützt, ja. Du bist als aktiver Fußballer bei der DJK TuS Hordel angefangen, wenn ich richtig informiert bin. Nein. Sondern, wo warst du vorher? Bei Wattenscheid 09. Bei Wattenscheid 09, aber dann lange Jahre in Hordel, ne? Auch das ist falsch. Wer schreibt denn sowas? Wer schreibt denn sowas? Das Internet lügt. Ich war eigentlich nur ein Jahr B-Jugend und die A-Jugend und ein Seniorjahr in Hordel. Ah. Und dann bin ich wieder zurückgewechselt, okay, nach Wattenscheid. Ah. Ja, und da hast du dann quasi den Sprung in den Profikader geschafft. Von 2003 bis 2006 hast du erfolgreiche Zeiten miterlebt, teilweise auch weniger erfolgreiche Zeiten, Aufstiege, Abstiege. Erinnere dich mal, wie war das 2006? Das war doch eigentlich ein Abstieg, den man, der unnötig war, ne? Das war doch verschenkt, oder? Ich meine, das war irgendwo in Norddeutschland. Ganz weit oben. Ja, in Emmen. Kickers Emmen. Ja, aber ja, an dem Tag waren wir ja schon abgestiegen. Die Rückfahrt war auch super. Ja. Das weiß ich noch. Zu dem Zeitpunkt stand aber schon fest, dass ich zum MSV Duisburg wechsle. Von daher, also ich habe bis zum letzten Spieltag eigentlich, ich habe auch, weiß ich noch, eine oder andere Träne verdrückt nach dem Abschlusspfiff, das weiß ich noch. Schön war es nicht abzusteigen, das ist richtig. Bin ja auch vorher schon mal abgestiegen, zum Glück dann sofort wieder aufgestiegen, was wir hoffentlich wieder wiederholen. Ja, du hast dann viele kleine, kurze Stationen gehabt im Profifußball, bist nach Duisburg gegangen, du warst bei Eintracht Braunschweig in Kloppenburg, aber nie wirklich dauerhaft. Warum? Was ist da schiefgelaufen? Warum konntest du dich nirgendwo dauerhaft festbeißen? Tja, man muss auch ein bisschen Glück haben mit den Trainern, ne? Also der größte Fehler war vielleicht von mir im Nachhinein vom MSV Duisburg zu wechseln. Wir sind damals ja aufgestiegen in die erste Liga mit Rudi Bommer, der eigentlich große Stücke auf mich gesetzt hat, auch der eigentlich nichts ahnt, also mich, glaube ich, weiß ich, ich war eigentlich geplant, war ich für die zweite Mannschaft und habe dann aber bei den ersten mittrainiert
bin auch mit ins Trainingslager gefahren, habe mich da auch durchgesetzt, das weiß ich noch, und habe dann beim letzten Trainingslagertag habe ich mir da die Kapsel gerissen, das weiß ich noch wie gestern. Vorher kam er auch, hat er mich oft reingeholt, meinte auch, du spielst bei mir, egal ob du 17, 28 bist oder 100 Bundesligaspiele hast. Und dann sind wir aber aufgestiegen, zum Glück, in die erste Liga mit Duisburg, und dann wurde es natürlich noch schwerer für mich. Dann hat er auch zu mir gesagt, du hast noch ein Jahr Vertrag, aber in der ersten Liga für dich zu spielen wird natürlich noch schwerer. Und dann sind natürlich auch über die Kontakte von meinem Vater, ne, mache ich auch keinen Hehl raus all die Jahre, zum Möhmann nach Braunschweig Kontakte entstanden, und dann bin ich halt nach Eintracht Braunschweig gewechselt. Wesentlich sesshafter ist da dein Vater gewesen zu seiner aktiven fußballerischen Zeit. Jupp Keutger, du warst von 65 an in der 09-Jugend aktiv, hast 6 Jahre in der Jugend gespielt und danach den Sprung zu den Profis geschafft, warst dann auch Teil der Westmeistermannschaft 74 und hast ja auch in den Aufstiegsrundenspielen im Tor gestanden. Was hast du da für Erinnerungen an diese Zeit? Haften bleibt bei uns, die ja auch in den letzten Wochen hier in der Chronik zu Gast war, der absolut heiße Konkurrenzkampf mit Manni Behrendt. Ja, ich schon ein bisschen länger her, ganz, da muss ich mal zurückschrauben. Die Zeit, ich weiß nur noch genau, dass ich zu der Zeit der Aufstiegsrunde bei der Bundeswehr war, gerade eingezogen worden, Grundausbildung stand bevor. Und ich war hier in Rheine gemeldet und hatte da natürlich einen Feldwebel, der vom Fußball wenig hielt. Und wir hatten ja, wie gesagt, die Aufstiegsrunde und musste also immer bitten und betteln, dass ich frei bekam. Ja, und dann war eben die Zeit in Rheine, die ganze Grundausbildung, war an Training nicht zu denken. Bin dann immer hin und her gefahren. Der Günther Ritter hat mir dann von der Firma aus einen Fahrer geschickt, abgeholt. Ja, und dann kamen dann diese Duelle, wie du gerade angesprochen hast, mit Manni Behrendt. 2 gleichwertige Torhüter, wie er so schön immer heißt. Aber einer kann nur spielen. Und er kam eben aus der Amateurmannschaft, als der Trainerwechsel in Wattenscheid damals stattgefunden hatte. Als Kalli Feldkamp die erste Mannschaft übernommen hat, hat er den Manni Behrendt aus der Amateurmannschaft mit hochgebracht. Und wenn dann sowas passiert, dann kann man sich ja schon ausrechnen, wie die Dinge laufen. Und so kam es dann ja auch. Der Manni hat gespielt und ich habe daneben zweiten Mann auf der Bank gemacht. Total zufrieden natürlich. Und habe dann eben gesehen, dass ich, oder mich umgeschaut, damals gab es ja noch keine Spielervermittler, so wie heute. Da musste man als Spieler schon die Initiative selber ergreifen. Naja, und dann nachher hat sich der Weg nach Frankfurt ergeben, über ein Probetraining in Frankfurt. Dietrich Weise war damals Trainer. Ja, auf diese Art und Weise bin ich dann in die Bundesliga gekommen. Und da hast du nicht nur in Frankfurt große Erfolge gefeiert, sondern später auch beim Hamburger SV. Wie kam der Wechsel dahin zustande? Da hast du angedeutet, dass es ein recht kurioses Ding war. Ja, das war damals so, dass der Branko Cebic, der Trainer war zu der Zeit in Hamburg, dass der mit dem Rudi Kargus nicht mehr zufrieden war. Langjähriger Stammtorwart beim HSV, eigentlich ein Unding. Aber nach einem Bundesligaspiel, an dem er dann 2-3 Fehler wohl gemacht hatte, ging er zum Netzer und sagte, Günther, besorgst du mir neuen Torwart? Ja, und Günther dann los. Ich habe da den Kicker, irgendwo habe ich das gelesen, stand drin, dass Cebic eben einen neuen Torwart braucht oder von Netzer einen neuen Torwart gefordert hat. Ja, ich habe dann den Telefonhörer gegriffen, habe den Netzer angerufen, habe gesagt, ihr sucht einen Torwart. Ja, sagt, das stimmt. Haben Sie einen für uns? Ja, ich sage, mich. Ja gut, sagt er, ich erkundige mich mal. Wir sind doch in Wattenscheid, ne? Ja, ich bin in Wattenscheid. Gut, ich spreche mit dem Trainer und dann melde ich mich wieder. Ja, ich habe aufgelegt, abgehakt, hörst du nie mehr weit von. Und 2 Tage später dann ging doch das Telefon, war dran, er kommt nach Wattenscheid, hat mit dem Trainer gesprochen, Sache geht klar, kennt mich aus der Regionalliga, 2. Liga, und kam dann nach Wattenscheid zu Herrn Steinmann ins Büro, Vertrag abgesprochen, ja, und so ging es dann zum HSV.
Ja, da bist du 81 Vizemeister geworden, 82 Deutscher Meister, 82 standst du im UEFA-Cup-Finale, hattest allerdings auch da. Nee, da war ich schon weg. Da warst du schon weg? Ja. Aber du hast dich auch eine Zeit lang, du hast ja auch eine Zeit lang mit jemandem duellieren müssen, hier mit dem Uli Stein, ja. Ne? Der ähnlich wie Manni Behrendt. Ja gut, da waren die ohne, mit Manni Behrendt und mir, die waren im Kindergarten. Also als da in Hamburg abgelaufen ist, da war eben auch so, wie gesagt, dass ich zum HSV gekommen bin. So wie ich es gerade geschildert habe, habe 150.000 D-Mark Ablöse gekostet. Gleichzeitig parallel haben sie aber, um den Verlust von Cargus aufzufangen, den Uli Stein auch noch verpflichtet. Er hatte mir der Nizza aber fairerweise gesagt, dass sie noch einen anderen Torwart holen wollten. Und der hat 950.000 D-Mark gekostet. So, da war natürlich viel Presse und ganz Hamburg war schon klar, wer spielt. Ja, da war aber mein Branko Cevic an der falschen Adresse. Bei dem haben keine Ablösesummen gezählt, sondern die Leistung. Ja, und dann fingen die Vorbereitungsspiele an, dann habe ich auch die meisten gemacht davon und dann auch nachher eben zum Saisonstart im ersten Bundesligaspiel habe ich da gespielt. Die ganze Saison, in der Branko Cevic noch Trainer war, dann kam der Trainerwechsel ja beim HSV zu Ernst Happel. Ja, und da ging es dann nochmal weiter, die Reibereien hin und her. Und bei ihm hieß es dann nachher zum Schluss, wenn ich zwei Gleichwertige habe, dann spielt bei mir der Jüngere. Da hatte ich wieder den Kürzeren gezogen, hat wieder auf der Bank gesessen. Und dann kam nach dem zweiten Jahr Alemannia Aachen zur zweiten Liga. Die hatten so einen verrückten Mäzen, Münzenberg, einen Bauunternehmer. Die wollten unbedingt aussteigen. Erhard Amann war Trainer damals zu der Zeit, oder Manager auch. Horst Butz war Trainer. Und die hatten mich dann angerufen, wollten unbedingt aufsteigen. Ich sollte nach Aachen kommen, brauchten einen guten Torwart, um aufzusteigen. Ich sage, pass auf, Erd, ich hatte ihn ja genug geduzt, weil wir kannten uns aus der Amateurnationalmannschaft. Und ich gehe nicht in die zweite Liga, sage ich, ich habe ja noch Vertrag in Hamburg und ich würde gerne hier bleiben. Sagt er, pass auf, ich bin in 4 Stunden in Hamburg, mache einen Vertrag, kommst zu uns. Nein, ich sage, ja, du kannst kommen, kannst gerne kommen, können wir Kaffee trinken, aber ich werde in Hamburg bleiben. Was hat Erhard Amann gemacht? Er kannte ihn ja auch nur, den Klaus Steinmann aus seiner Zeit in Wattenscheid, hat den Klaus Steinmann angerufen, hat gesagt, pass auf, wir wollen den Koltkau holen, ja, der will aber nicht kommen. Wie sagt er, der will nicht kommen? Ist er wieder zu Hause, der spielt in Hamburg nicht, sitzt dann nur auf der Bank. Ich rufe den an, ich mache das schon. Mach den Vertrag fertig, kommst du vorbei. Dann rief einen Morgen, rief dann natürlich völlig unverhofft. Ich wusste ja nicht, dass der mit dem Stahlmann schon gesprochen hatte. Rief der Boss an und dachte, setze ich in ein Auto, komm nach Wattenscheid, heute Nachmittag um 3 ist der Amann hier mit dem Vertrag. Bist du verrückt? Die wollen dir doch dasselbe bieten, was du in Hamburg hast. Und der hatte ja vorher, wie gesagt, er hat Amann schon 3-4 Mal immer angerufen. Und beim 5. Mal, einen Sonntagmorgen war das auch, kann ich mich noch gut daran erinnern, rief er wieder an und ich sagte zu meiner Frau, so, jetzt ist Schluss, jetzt erzähle ich dem einen, da ruft er nach nie mehr an. Ich sagte, pass auf, Jupp, wie sieht das aus, hast du dir überlegt, was ist los, wie viel? Ich sage, so und so viel. Erstes, zweites ein Auto, drittes eine möblierte Wohnung, ich kann nicht jeden Tag von Aachen nach Wattenscheid fahren. Viertes, 3-Jahres-Vertrag und fünftens, ablösefrei, dass ich ablösefrei gehen kann. Ich habe hier nur eine andere Leitung gehört, wie da Steine runterfielen. Ich sagte, pass auf, Geld müssen wir mit Münzenberg sprechen. Kann ich dir noch nicht hundertprozentig zusagen. Auto ist klar, finden wir eine Firma, die dir einen Wagen geben wird. Wohnung kann ich dir auch zusagen. Der Münzenberg hat dir so ein paar möblierte, werden wir sicherlich eine Wohnung finden. Andere 3 Jahre kriegst du auch. Ablösesumme machen wir auch. Ja, ich sag, mach alles schriftlich. Der Boss hat mich gerade angerufen, 3 Uhr bist du da? Ja, ich sag, da, ich bin noch, komm mal nach Hamburg. Ich sag, nee, wenn der Boss will, dass wir zu ihm kommen, fahren wir zum Boss. Da wollte ja die Rückendeckung von dem haben, das ist ja klar. Ja, und dann haben wir uns in Wattenscheid hier getroffen. Münzenberg war dabei, der Mäzen. Vertrag gemacht, unterschrieben. Und dann ging es eben doch nach Aachen. Ja, und wie der Teufel das will, wie ich das schon vorausgesagt habe, dann ging das ein Jahr gut, das Ganze. Da war der gute Mäzen in Kanada. Hat sich über Nacht abgesetzt, seine Firma war pleite. Und der Geschäftsführer Bernd Schütt von Aachen damals,
Er hat dann zum ersten Mal, als der drüben nach Kanada gegangen ist, hat der zum ersten Mal meinen Vertrag gesehen. Und ist natürlich dann in Ohnmacht gefallen. Da, wenn ich den Vertrag vorher gesehen hätte, dann wäre er nie zustande gekommen. Ich wäre bis zum DFB gegangen, dass wir uns halt nicht erlauben können. Hin und her. Ja, der Vertrag hat Bestand gehabt. Bin dann noch ein bisschen entgegengekommen, weil ich ja weiter spielen wollte, nicht wieder auf der Bank sitzen irgendwo. Ja, und daraufhin haben wir noch ein Jahr in Aachen gemacht und sind dann nachher wieder zurück nach Wattenscheid, als wir gar nicht mehr bezahlen konnten. Da wurde noch das Gehalt aus der Zigarrenkiste freitagsabends bezahlt. Ja, in Wattenscheid gab es dann jemand, der konnte dich bezahlen, Klaus Stahlmann. Da bist du bis 87 noch in Wattenscheid geblieben. Ja, da waren andere Summen. Oh, natürlich, das waren noch ganz andere Zahlen. Und danach bist du nochmal zum HSV gegangen, so als krönendes Karriere-Highlight. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da hast du 3-2 in Dortmund gewonnen und bist dann so irgendwie das Aluminiumgestänge nach dem Spiel hochgeklettert. Was hat dich damals geritten? Was mich geritten hat, war, dass wir gewonnen haben. Du hast bestimmt gewonnen haben. Nee, das war so, dass wir dann das nächste Spiel war wieder ein Auswärtsspiel in Schalke und wir mussten unbedingt in Dortmund gewinnen, wenn wir nicht ganz unten reinrutschen wollten. Ja, und das Spiel in Dortmund fing schon dementsprechend an, den ganzen Tag hat es geschüttet wie aus Eimern, Platz war sautief, ich beim ersten Abschlag rutsch aus, ich weiß jetzt nicht mehr wem das war, den Ball vor die Füße, dem Dortmunder, und der macht direkt das 1-0. Mhm. Und die Hamburger hatten ja vorher ihre Erfahrung mit dem Praljer gemacht, dem jugoslawischen Torwart, der unheimlich Pech hatte und keinen Fuß fassen konnte in Hamburg. Und dann komme ich daher, hole einen neuen Torwart mit 35 und dann komme ich daher, mache den ersten Abschlag als Vorlage für den Dortmunder. Gut, dann ging dann zum Glück ein bisschen positiv weiter, dann haben sie einen Elfmeter gekriegt, die Dortmunder, den ich dann abgewehrt habe, aber da war auch wieder der Nachschuss drin. Ja, und so lief das dann, hat sich dann hochgeschaukelt, dass wir da zum Glück das Spiel nachher 3-2 gewonnen hatten. Ja, und dass ich dann schon nicht mehr der Fitteste war, hat man ja gesehen. Ich bin ja gar nicht mehr richtig aufs Tor gekommen. Aber trotzdem, da fiel schon eine Entspannung von mir. Ich wusste gar nicht, als ich den Vertrag in Hamburg unterschrieben hatte, gegen wen wir das erste Spiel machen. Ne? Und dann sagte Willi Reimann, der damals Trainer war, ja, dann sehen wir uns am Samstag in Dortmund. Ich bin dann wieder zurückgefahren, habe meine Sachen gepackt, weil das alles ganz kurzfristig ablief. Naja, und dann Dortmund, 60.000, da war doch irgendwas. Gänsehaut ohne Ende, Magensausen, Magenkribbeln ohne Ende. Naja, aber erstes Spiel, wie gesagt, ist dann gut gegangen. Leider haben wir dann das zweite Auswärtsspiel in Schalke in letzter Minute mit 1-0 verloren. 1-0 oder 2-1, weiß ich nicht, auf jeden Fall verloren. Aber durch den Sieg in Dortmund haben wir uns dann einigermaßen ein bisschen abgesetzt. International warst du auch ein bisschen aktiv. Du hast für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, also für die B-Nationalelf und auch für die Amateur-Nationalelf. Insgesamt 18 internationale Einsätze. Was hast du da für Erinnerungen dran? Was hast du da erlebt? Das war hauptsächlich mit Reisen verbunden. Ne? Fremde Länder sehen und jetzt auch die 9,5 Jahre beim DFB als Torwarttrainer, wo ja auch dann internationale Wettbewerbe stattgefunden haben, wie Weltmeisterschaften und so weiter in Argentinien, in Malaysia, da ist man dann einiges rumgekommen. Ne? Und die 15 Amateurländerspiele, die mit diesen 3 B-Länderspielen, war ja damals noch der Jupp Derwall-Trainer. Und der hatte mich in Dortmund, in Wattenscheid gesehen, wusste, dass ich kein Profi war, hat mich dann zu den Amateuren geholt, zu dieser Olympiamannschaft. Und dann daraufhin, dann habe ich nachher im Anschluss daran diese 3 B-Länderspiele machen können. Und da war schon eine ganz interessante Zeit. Ja, mal eine Fachfrage ans Publikum. Wir haben einen aktuellen Spieler in unserer Oberligamannschaft, der Europapokalerfahrung hat. Wer könnte das sein? Kai Koltke. Was für ein Zufall, der sitzt hier direkt neben mir. Du bist vor wenigen Jahren mal nach Liechtenstein gegangen, zum FC Vaduz. Liechtenstein, muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich muss vorwegnehmen, ich habe nicht ganz so viel zu erzählen. Ja? Naja. Deswegen erzähle ich ein bisschen. Liechtenstein ist ein der UEFA angeschlossener Fußballverband, die auch eine Nationalmannschaft stellen und in jeder EM- und WM-Qualifikation teilnehmen. Diesem Verband sind aber gerade mal 7 Vereinsmannschaften angeschlossen. Die spielen alle seit den 30er Jahren im Ligabetrieb der Schweiz mit.
spielen aber einmal in der Saison einen einzigen Europapokalteilnehmer aus, und zwar über den nationalen Pokalwettbewerb. Und den gewinnt zumeist der FC Vaduz. Und genau zu diesem Verein bist du dann irgendwann mal hingegangen. Dein Trainer hieß Pierre Littbarski, dein Co-Trainer hieß Dietmar Schacht. Richtig. Und einen Teamgefährten von dir hatten wir auch hier, den Michael Stuckmann. Wie kam dieser Deal zustande, nach Liechtenstein zu gehen? Ist das auch eine andere Welt, ne? Das lief über Hannes Bongertz, der mittlerweile jetzt, der auch mein Trainer war in Wattenscheid und jetzt ja seine danach in den Spielerberaterberuf gewechselt ist. Und vorher war ich in, wo war ich denn vorher? Kloppenburg, ja. Glaube ich, ja. Und er war auch immer vorher schon mein Berater, also immer gute Kontakte auch nach dem, nach meinem Trainer sein, haben wir den Kontakt aufrecht gehalten. Und er hatte mich dann angerufen, dass die halt Spieler suchen, Pierre Littbarski, dass er so viele Deutsche wie möglich hat oder haben möchte in seiner Mannschaft. Man ist ja der Ausländer, weil, wie gesagt, die spielen in der Liga von der Schweiz und das gehört ja nicht zur EU und man darf nur eine begrenzte Anzahl an deutschen Spielern haben. Das hat er auch voll gemacht, bis zum Gehtnichtmehr. Und da hat er so einen Scouting-Tag gemacht. Da sind wir runtergefahren mit Michael Stuckmann und ich, mit dem Hannes Bongertz im Auto, haben da auch übernachtet, haben dann da 2 Tage trainiert. Und dann hat der Littbarski, ich war auf Gran Canaria im Urlaub, das weiß ich noch. Dann kam der Vertrag per Fax ins Hotel, den habe ich unterschrieben. Und ich musste dann den Urlaub abbrechen und habe dann einen Sonderflug nach Zürich genommen. Und bin dann direkt zum ersten Training. Meine Frau ist dann noch 2 Tage später oder 2 Tage länger geblieben oder fast eine Woche noch, weiß ich gar nicht, und ist dann nach Hause geflogen. Und ich bin dann schon am Trainingsbetrieb, habe dann teilgenommen in Liechtenstein. Ein schönes, idyllisches Fleckchen Erde, kann man so sagen. Und in dem wird sogar auch erfolgreicher Fußball gespielt. Du hast sogar international eine Runde überstanden. Hast mit dem FC Vaduz eine schottische Mannschaft, dem FC Falkirk ausgeschaltet. Bist dann in der 2. Runde an Slovan Liberec aus Tschechien gescheitert. Ja. Waren das besondere Momente für dich auch auf internationaler Ebene? Ja, absolut. Also Liechtenstein an sich ist erstmal so groß wie Günnichfeld. Ja. Wenn nicht noch kleiner. Noch weniger Zuschauer als Wattenscheid, man glaubt es kaum. Ja, obwohl ein kleineres Stadion, aber schon für die Verhältnisse ein gutes Stadion. Früher hieß das Stadion Gemeindesportplatz in den 90ern. Mittlerweile heißt es Rheinparkstadion. Richtig. Ist so, ja. Also es ist gut ausgebaut. Die spielen da auch immer die Länderspiele. Ist das einzige Stadion, was in Liechtenstein ist, was einigermaßen Kapazität hat. Auch der Rasen ist gut und alles Mögliche. Trainingsbedingungen sind optimal. Hauptsponsor ist die Liechtensteinische Landesbank. Also von daher, also die Verhältnisse da unten sind schon recht gut. Gut, mit dem UEFA-Pokal, das war alles natürlich eine ganz andere Welt dann. Ne? Man fliegt dahin und wir haben in Schottland gespielt. Ich weiß nicht, wie der Rasen in Wembley jetzt übermorgen ist, aber so einen Rasen habe ich noch nie gesehen in Schottland. Haben dann da auch die erste Runde überstanden. Das war auch natürlich Gänsehaut, wie wir da eingelaufen sind. Und das ist ähnlich wie englische Zuschauer halt, die immer emotional sind ohne Ende, sind dann da mit Dudelsack empfangen worden und alles ohne Ende. Haben das Rückspiel dann gewonnen. Da war mein Vater, glaube ich, auch im Stadion in Liechtenstein. Und sind dann in der 2. Runde in Tschechien, war das in Liberec, sind wir ausgeschieden, ja. Im gleichen Jahr hast du auch... Ja. Ich soll dir fragen, wie der Rasen in Wembley war. Der Rasen in Wembley. Wie war denn der Rasen in Falkirk? Der war bestimmt also, top, ja? Ja, also ich habe noch keinen. Doch, ich habe auf einmal am besten Rasen gespielt, der war im Weserstadion in Bremen. Mit Wattenscheid Amateure. Nee, Braunschweig Amateure. Hm. Also ja, erste Mannschaft. Ja. Das ist, also da kann sich keiner ein Bild von machen. Das ist unfassbar. So ähnlich, ja. Man hätte Golf drauf spielen können. In Vaduz hast du dann zum 100-jährigen Vereinsbestehen auch mal gegen Inter Mailand spielen dürfen. Auch eine herausragende Nummer in deinem Leben, oder? Ja, ich habe dann auch schon direkt im ersten Zweikampf, ich habe das große Los gehabt, gegen Marco Materazzi spielen zu dürfen. Dagegen bin ich ein Zwerg. Und ich habe mir auch direkt im ersten Zweikampf, habe ich ihn dann so ein bisschen so, ne, haben uns ein bisschen duelliert. Und dann habe ich auch direkt gesagt, hier, Marco, ne, change Trikot, ne, lauf nicht weg in der Halbzeit. Und er meinte, ja, gib mir deins auch. Und dann haben wir ich habe das Trikot auch von ihm dann in der Halbzeit direkt getauscht. Wenn ich das anziehe, ist ein Nachthemd für mich. Also das ist mir, ganz ehrlich, er trägt 3x XL. Er hat meins auch angezogen, dann habe ich gesehen. Sah recht lustig aus. Neopren-Tauchanzug, ja, ne? Ja, da war dann auch, der Mourinho war ja auch Trainer.
Und erfahren habe ich es von meiner Frau, das weiß ich auch noch. Die hat mich angerufen, hatte gesagt, so, jetzt kommt deine Chance. Ich sage, ja, warum? Ja, du spielst gegen Inter Mailand, gegen Mourinho. Und wir waren zuvor, sind wir mit dem Auto, ist nicht weit von da nach Mailand gefahren. Waren wir im Urlaub, das weiß ich auch noch. Also haben wir so einen Wochenendetrip gemacht. Da sind wir rübergefahren, ich weiß gar nicht, ob das weiß. Da sind wir halt mit dem Auto nach Mailand gefahren, haben da ein Wochenende verbracht. Und ich habe schon so aus Spaß gesagt, haben auch das Stadion besucht, dann eine Stadionsichtung gemacht, eine Stadiontour, waren in der Kabine auch. Die Kabine von Mourinho war aber abgeschlossen. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau, komm, ich habe ja Autogrammkarten mit. Ne? Schreibst du mal irgendwas drauf hier von wegen, ne? Schiebst du unten drunter, der wird ja bestimmt morgen Training haben oder beim nächsten Heimspiel oder so. Beobachte mal die Nummer 10 von Vaduz, hatte ich damals. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber ja, hat nichts gebracht im Nachhinein. Dafür bist du jetzt aber bei der SG Wattenscheid 09 wieder gelandet unterm Strich. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da Scouts ausgesendet haben zum Spiel Vaduz gegen Inter Mailand, aber am Ende hat sich dann zurück hier in die Heimat verschlagen und jetzt spielst du mit deiner Mannschaft um den Aufstieg in die Regionalliga. Auch ein schönes Ziel, ne? Und auch gar nicht mal so ausweglos. Nee, auf jeden Fall. Ich habe ja auch hier gerade die Diskussion schon im Publikum mitbekommen von einigen und also ich kann nur sagen, dass wir alles daran setzen werden, dass wir ich habe vor Schermbeck auch gesagt, zum Manu ist ja gerade reingekommen, ich habe gesagt, ich habe noch nie so eine gute Trainingswoche wie in dieser Woche vor Schermbeck erlebt, das muss ich ganz offen sagen und die Stimmung ist wieder, wir haben uns ausgesprochen, ich kann nur für meinen Teil dazu sprechen, dazu sagen, dass wir das alles daran setzen werden, dass wir aufsteigen. Ob wir jetzt im Endeffekt natürlich dann, wir haben es in der eigenen Hand, ne, 3 Spiele noch gewinnen, dann sind wir oben, egal was die anderen machen. Wobei die fußballerische Leichtigkeit, gemessen an dem, was in der Hinrunde war oder vielleicht auch in der Vorsaison, ist der Mannschaft ein bisschen abhanden gekommen. Woran mag das liegen? Ist das Angst vor der eigenen Courage oder ist es einfach auch der Fakt, dass der Gegner gegen eine Mannschaft wie Wattenscheid mehr als 100% geht? Ich glaube, dass da der Kopf eine große Rolle spielt, weil wir haben eine relativ junge Mannschaft, viele junge Spieler. Ich versuche auch viel mit dem zu reden. Der Tammy kommt ja gleich, der kann es vielleicht auch noch sagen. Der versucht auch viel Wortführer zu sein, dass wir mit denen reden, dass wir gar keinen Druck haben eigentlich, dass wir, wenn wir die Leistung abrufen, dann kann egal wer kommen, dann sind das klare 3 Siege für uns, dass wir ruhig Fußball spielen sollen, müssen ohne Druck, ohne irgendwelche, ohne Stress und dann kann es eigentlich die nächsten 3 Spiele nur 1 Sieger geben. Ja, und der soll schön SG Wattenscheid 09 heißen. Du bist hier als Stand-by-Spieler angetreten. Profi kann man ja nicht sagen in der Oberliga. Richtest deinen Fokus jetzt mehr aufs Berufsleben? Kannst nicht an so vielen Trainings teilnehmen und bist auch dementsprechend nicht gesetzt in der Mannschaft. Ist das eine Rolle, die dir behagt? Bist du mit dem zufrieden oder würdest du gern mehr machen? Oder hast du dem Fußball eigentlich so einen Riegel vorgeschoben, dass das fortan nur noch eine zweite Geige spielt? Na, das ist bei mir immer so ein bisschen zwiegespalten. Weil wenn ich auf der Arbeit bin, was mir riesen Spaß macht. Ich habe übrigens bin nach Wattenscheid zurückgekommen, da war ich hier auch aus Kassel am Wochenende. Dann habe ich Marco Ostermann auf der Kirmes hier in Wattenscheid getroffen. Und jeder kennt Marco Ostermann. Wenn der einmal anfängt, dann hat man in den nächsten 20 Minuten nichts zu sagen. Und ich habe nur gesagt, dass ich in Kassel nicht mehr so glücklich bin, dass ich vielleicht zurück möchte und dass ich gelernter Automobilkaufmann bin und hin und her und dann auch mit meinem Vater und mit Manu und haben Kontakte A von B nach C und ist halt dann so zustande gekommen, dass ich da, wo ich damals mein Auto auch gekauft habe, hier Automobile Fluren um die Ecke, hat zufällig gesucht und ich habe da Probe gearbeitet, das hat mir Spaß gemacht, die haben mich übernommen und dass ich dann nebenbei halt bei Wattenscheid Fußball spiele, so war es geplant und so hat ja auch alles geklappt dann im Nachhinein. Marco hat auch nie locker gelassen, hat mich jeden Tag angerufen und hin und her. Deswegen, wenn ich auf der Arbeit bin, dann denke ich mir immer, alles richtig gemacht, ja, mein zweites Kind kommt jetzt und ich bin in meiner Heimat. Und ich habe einen gesicherten Job für die nächsten Jahre. Man weiß ja nie, wie lange das mit dem Fußball noch gut gegangen wäre. Wenn ich dann aber abends noch nach der Arbeit mich schnell umziehe, rüberfahre und auf dem Trainingsplatz stehe, noch eine Stunde, dann denke ich mir, wäre es vielleicht doch mal ein bisschen schneller gelaufen früher. Wenn ich dann aber nach Hause komme, ja, wenn ich dann aber dann erst nach Hause komme, so um 9:30 und dann meine Frau dann, ne, dann weiß ich sofort, was die Stunde geschlagen hat, wenn die mich anguckt. Ne? Ist ja 8 Jahre lang mit mir rumgezogen, wie gesagt, auch durch Europa. Dann denke ich mir immer, ist vielleicht doch an der Zeit, dass du komplett aufhörst. Und deswegen ich so ein bisschen immer, ja. Ein Abschied auf Hin und Her. Ein Abschied auf Hin und Her, ja.
Wobei du ja in der laufenden Saison und nicht nur in dieser, sondern auch in der vergangenen schon einer warst, der mit seiner Routine und auch mit seiner Erfahrung in der Mannschaft die entscheidenden Impulse gibt und gegeben hat. Ich erinnere mich an das Playoff-Spiel gegen Bergisch Gladbach in der Saison und auch in dieser Spielzeit bist du der Mann für die wichtigen Tore. Beispiel letzten Sonntag, Montag in Schermbeck. Da kannst du mit Sicherheit einiges der jungen Mannschaft mit auf den Weg geben, oder? Ja, aber genauso ist es ja auch geplant, von Anfang an gewesen. Ne? Das ist mit dem Trainer so abgesprochen, dass er zieht das auch durch, das finde ich auch gut. Ich bin auch gar nicht der Typ, der dafür der jetzt der Ärger machen will. Ist ein bisschen jetzt, soll nicht arrogant klingen, aber ich könnte auch mit einmal Training, könnte ich da spielen, das weiß ich selbst, das weiß der Trainer auch. Aber um halt keine Unruhe in die Mannschaft zu bringen, macht er das nicht. Wenn ich nicht wirklich 2-3 Mal kontinuierlich beim Training bin, bin ich auch nicht im Kader. Ja, weil der weiß, da kommen die Jungs, die kommen halt 5-mal die Woche zum Training und dann haben die auch Vorrang. Ja, da versuche ich halt übers Reden halt der Mannschaft zu helfen, dass ich Anweisungen gebe vor dem Spiel, ein bisschen die Jungs pushe. Und wenn ich dann aber halt regelmäßig zum Training komme, dann kriege ich auch meine Einsatzzeiten. Das weiß ich ja selbst. Ja, dann gehen wir mal wieder zu deinem Vater. Der hat, da kommt noch was. Du hast nach deiner aktiven Zeit auch den Sprung ins Trainergeschäft gewagt. Warst mal kurz auch Trainer bei der SG Wattenscheid 09 in der zweiten Liga nach dem Bundesliga-Abstieg. Ein halbes Jahr nur. Warum hat es nicht mehr sein sollen? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Warum sollte es nicht mehr sein? Weil eine bleibt alles unter uns. Weil eine Abteilung hier in dem Verein andere Vorstellungen hatte und wir vielleicht, oder unter meiner Regie als Trainer, doch nicht so erfolgreich waren, wie ein Trainerwechsel vielleicht erbringen sollte. Nee, also kurz und knapp, ich habe ihn übernommen und es galt jetzt erstmal eine Niederlagenserie zu stoppen. Da haben wir mit dem ersten Heimspiel dann auch geschafft. Wir haben 1-1 gespielt und haben im weiteren Verlauf der Saison mehr Unentschieden erreicht als 3 Punkte. Und das war einigen Leuten dann in dem Verein von einer Mannschaft dann doch zu wenig. Wir haben dann den Bus beackert und beraten, dass das nicht reichen würde, auf Dauer nur immer einen Punkt zu holen. Und wir waren aber auf der Kippe. Und ich weiß auch, dass andere derselben Meinung sind, die Spiele gesehen und verfolgt haben. Wir waren auf der Weg, das Ganze zu kippen. Nur braucht eben alles seine Zeit. Kann ja nicht sein, dass von heute auf morgen Wattenscheid 09 da jeden Sonntag die Punkte holt nach dem Trainerwechsel. Gut. Kalli Feldkamp hat die Amateurmannschaft zu dem Zeitpunkt ja trainiert. Und der war in Spanien oder wo, ne? Ein Wochenendhaus in Spanien hat er ja gelebt, genau, so war das. Und die Alternmannschaft hat dem Boss dann eben empfohlen, Kalli Feldkamp zu konsultieren und mal nachzufragen, ob er mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte. Wie ich nachher dann auch gehört habe, hat sich der Rat gelohnt. Nur gebracht hat es wenig, die sind dann nachher abgestiegen. Und ich habe daneben nur noch da gestanden und er hat dann nachher das Training gemacht. Weil im Anfang hieß es, er hat zu viel Fernsehverpflichtung, er hätte gar nicht die Zeit dazu und würde das alles dann mit mir persönlich am Telefon absprechen, wie ich zu trainieren habe und so weiter hin und her. Und das war natürlich eine Sache, die konnte mir natürlich nicht schmecken. Dass mir ein anderer vorschreibt, was zu machen ist. Ja, aber so ist er dann gekommen und als er dann gemerkt hat, dass ich mit ihm nicht auf einer Wellenlänge liege, hat der Bus mich dann entlassen müssen, sonst hätte er seinen Job nicht weitergemacht. Naja, und wie dann alles gelaufen ist, hat man ja gesehen. Leider sind sie dann abgestiegen. War der Niedergang der SG Wattenscheid 09 für dich vorgezeichnet? Denn es hat uns ja, sag ich mal, nach in den vergangenen 20 Jahren doch 5 Ligen runtergespült. Ja gut, was heißt vorgezeichnet? Man ist kein Prophet, man weiß es nicht, aber man sieht die Spiele und versucht dann zu beurteilen, wie die Zukunft ausgehen könnte. Ich weiß es, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Du warst dann nach der Jahrtausendwende eine Zeit lang für den DFB aktiv, als Torwarttrainer, als U21-Spieler, als Scout auch, bis 2007. In welcher Form bist du den Fußball heute noch erhalten oder hast du da einen Haken hintergemacht für dich? Ja, ich muss sagen, ich habe mehr oder weniger einen Haken dahinter gemacht, weil die 9,5 Jahre beim DFB jetzt als Torwarttrainer, die waren oder sind eigentlich nicht zu toppen, selbst wenn man wieder eine Mannschaft trainieren würde. Nur die Dinge, die haben sich heute so entwickelt von der Medienlandschaft her und vom ganzen anderen drumherum, dass das eigentlich nicht mehr meine Welt ist. Und vielleicht bin ich dazu auch schon ein bisschen zu alt, aber ich könnte da auch keinen Fuß mehr fassen, denke ich mal. Was für ein Verhältnis hast du heute zur SG Wattenscheid 09? Bist du noch interessierter Beobachter der Szenerie? Ja, natürlich beobachte ich das Ganze, gerade wo der Kai jetzt ja wieder hier zurückgekommen ist. Und ich drücke den Jungs die Daumen, dass sie es schaffen. Lieber wäre mir ein Heimspiel, ein Sieg mehr zu Hause eingefahren, als das jetzt der Fall ist, um ganz sicher zu gehen. Wie gesagt, 3 Spiele noch, muss man gewinnen. Vielleicht reicht es ja dann. Ich drücke die Daumen und werden sehen, ob es dann nachher in der Regionalliga ein Schuss in den Ofen war oder ob man mithalten kann. Ne? Das ist ja dann die nächste große Aufgabe. Das ist die nächste große Aufgabe. Am Sonntag, die allernächste ist natürlich der Aufstieg, ne? Da wollen wir nicht vergessen. Ne? Am Sonntag geht es weiter im Lohheide-Stadion mit dem Heimspiel gegen den SC Westfalia Herne. Du hast schon am Samstag die Augen weit auf, Kai. Du hast hier ein rot-weißes Hemd an und die Frage, wer die Champions League gewinnt, die muss ich dir, glaube ich, nicht stellen. Ja, aber die Antwort wird dich überraschen, glaube ich. Aha. Erzähl mal. Ja, da hängt ein ganz großes Plakat, ne, von der Borussia. Also ich habe mich kopfmäßig komplett darauf eingestellt, dass Dortmund gewinnt. Umso mehr kann ich mich dann freuen. Weil es ist so, dass ich bin Verfechter vom FC Bayern München oder ich freue mich, wenn sie gewinnen. Und aber wie gesagt, für mich steht eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, steht fest, dass Borussia Dortmund die wieder ärgern wird, wie im letzten Jahr. Und wenn es natürlich dann anders kommt, aber es soll keiner gesagt haben, ich hätte gesagt, Bayern gewinnt. Okay. Das ist auch eine Art von Orakel, ne? Richtig. Was sagt der Papa dazu? Ich schließe mich an. Er schließt sich an. Ja, in diesem Runde schließen wir dann die erste Runde. Ich sage herzlichen Dank an unsere Torwartlegende Jupp Koltka. Ja. Herzliches Dankeschön. Dankeschön. An Kai Koltka, dir alles Gute in den verbleibenden 4 Spielen. Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg und ich hoffe dich dann auch in der Regionalliga als Teil der Wattenscheider Mannschaft vielleicht noch hier sehen zu können. Die Zukunft wird es zeigen. Genau. Gut, wir schließen die erste Runde. Gleich geht's weiter mit Suleiman Sahne, mit Alexander Tamm. Ich habe noch keinen von den beiden hier gesehen. Schauen wir mal, ob die Jungs hier noch auftauchen. Bis gleich.